Willkommen in unserem Zuhause. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein, leg das weg. Sie will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass sie nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmhändler unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt.
Kann eine Frau nicht einmal einen Moment für sich haben? Lasst mich in Ruhe! Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet! Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähne-Familie. Denk nicht mal im Traum daran. Graumähnen oder Kampfgeborene? Lang lebe das Kaiserreich. Braucht ihr etwas? Im Gegensatz zum Rest meiner Familie habe ich ein... zu tun. Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr etwas gefunden? Ich wusste es. Zeigt ihr mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Seid ihr sicher? Ich bezweifle, dass ihr eine Chance gegen die Talmor habt. Ich kann sofort einige Männer zusammentrommeln. Viele würden bei der Rettung meines Bruders helfen wollen. Sehr gut. Ich gebe euch eine Chance. Aber wenn ihr es nicht schafft, werde ich es tun.
ist da. Hey, so passt doch auf. Woher seid ihr gekommen?
da. Ist da jemand? Wusste nicht, dass ich etwas gehört habe. Was treibt ihr da? Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los!
Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Natürlich, ich hätte es wissen müssen. Das war Abolsteins Idee, nicht? Wo ist er? Eine weise Entscheidung, aber ich fürchte, dort ist er vielleicht nicht mehr sicher. Sie werden nach mir suchen. Und in Weißlauf werden sie zuerst nachsehen. Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Abolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden, denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Bei den Göttern, ich habe aufgehört, die Tage zu zählen. Es scheint eine Ewigkeit zu sein. Ich wünschte, ich könnte von mir sagen, dass ich der Folter ewig hätte trotzen können. Aber dessen bin ich mir nicht so sicher. Dank euch muss ich mir nun keine Sorgen mehr darüber machen. Ich weiß es nicht genau. Zuerst haben sie mich beschuldigt, ein Sturmmantel zu sein. Ein heimlicher Talos-Anhänger. Sie wollten ein Geständnis. Was ich gestehe, war egal. Sie wollten einfach, dass ich mich schuldig bekenne. Ich glaube, sie wollten meinen Willen brechen. Mich benutzen, um den Rest der Graumähnen schaden zu können. Doch diesen Gefallen habe ich ihnen nicht getan. Bitte sagt meiner Mutter Bescheid. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Passt gut auf euch auf.